Ein herzliches Salvete von eurem Lateintutor Martin. Heute geht es um Besonderheiten und Ausnahmen bei Deponentien und um Semideponentien. Dazu solltet ihr unbedingt wissen, was Deponentien sind, nämlich Verben mit Formen im Passiv und Bedeutung im Aktiv. Und ihr solltet in der Konjugation von Verben fit sein, insbesondere bei der Bildung von Partizipien, Imperativen, Gerundium und Gerundivum. Beginnen wir mit den Besonderheiten bei Deponentien. Normale Verben haben keinen Imperativ-Passiv. Dennoch kann man sowohl im Singular als auch im Plural Befehle ausdrücken. Zum Beispiel hortare, ermahne und hortamini. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com